Hier darf man jetzt auch den Weg der Mauserkorn haben, nicht mit dem Fahrrad weiterfahren. Also werden wir irgendeinen anderen Weg finden, auf jeden Fall mehr in Richtung bergab. Und ja, immerhin haben wir jetzt 21 Kilometer bergauf hinter uns. Ja, das ist ein bisschen bergabfahren auch ganz okay. Hier oben hast du Anzeige für deinen Unterstützungsmodus. Hast du insgesamt 4 Positionen. So, es ist 5 Kilometer bergauf. Ich habe es versucht, dass ich die Einstellung auf Eco lasse. Also es gibt Eco, Normal und Sport. Bei Eco ist es die geringste Unterstützung, die man vom E-Bike bekommt. Aber es geht so steil bergauf, dass ich im ersten Gang trotz dieser Eco-Unterstützung vollständig aus der Puste komme. Also so ein gemütliches Auftreten, egal wie steil, vergiss es. Das ist echt anstrengend. Und da ist der Profi, der mich jetzt ein paar Mal überholt hat mit einem Affenzahn bergauf. Oh shit! Ich schwitze so arg. Na? Ich schwitze tatsächlich so arg, dass die Brille beschlägt und ich nicht mehr sehe. Wenigstens kommt langsam wieder Sauerstoff an. Ach je. So, jetzt mittlerweile haben wir es rauf geschafft auf 1050 Höhenmeter und gleich kommen wir dann zu dem Start von diesen Wanderwegen, wo wir eigentlich hin wollen. Also Ziel ist jetzt dann bald erreicht, so hoffen wir. Akkus tun wir jetzt während der Mittagspause ein bisschen nachladen hier im Restaurant. Netterweise lassen die uns da kurz einpluggen. Es ist trotz E-Mountainbike tatsächlich immer noch anstrengender als vermutet. Aber sagen wir mal in einem erträglichen Rahmen für mich. Ich meine, ganz unbedarft beim Fahrradfahren bin ich auch nicht. Wir fahren ja auch regelmäßig, also so 4-5 Mal die Woche fahre ich ja auch zusammen mit Kira mit dem Fahrrad und auch sonst die letzten Jahre eigentlich immer so meine 800-900 Kilometer im Jahr geschafft. Ja, übergewichtig und allem drum und dran, klar. Aber was ich damit sagen will, ist, die Kondition von mir ist jetzt nicht ganz unten im Keller, wie man es vielleicht meinen könnte. Und dafür muss ich dann sagen, ist es trotzdem einigermaßen anstrengend. Wenn ich mir überlege, wir sind jetzt ja so 13, 14 Kilometer Entfernung, glaube ich, gefahren. Etwas über 1050 Höhenmeter haben wir erklommen. Und jetzt wären es nochmal knapp 20 Kilometer bis zum El Teide rauf. Und auf die 20 Kilometer steigt es dann auf ja, über 3000 Meter. Da ist der anstrengendere Teil, wer noch vor uns, wollten wir denn auf den El Teide rauf, wollen wir aber nicht. Es reicht uns, wenn wir es hier, diese kleineren Gipfel so ein bisschen erklimmen können mit den Fahrrädern. So, ich gehe jetzt wieder rein zu Michaela, schauen wir mal, gibt jetzt dann schon gleich Essen. California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. Gegessen haben wir jetzt fertig, aber uns hat eine Wolke erwischt. Die hat sich jetzt Stück für Stück über uns drüber geschoben. Jetzt ist alles so ein bisschen nieselig, auch wesentlich frischer. Ich hoffe, das Wetter wird wieder besser, ansonsten wird es jetzt unangenehm ab hier. Also drückt uns ein bisschen die Daumen, vielleicht haben wir ja Glück. Thank you.
Wenn ich erinnere, bin ich natürlich wieder zu langsam. Wenn wir beide ohne E-Bike fahren, bin ich zu langsam. Jetzt habe ich ein E-Bike, bin schneller. Aber sie hat halt auch ein E-Bike und gibt jetzt richtig Gas. Ich sehe sie nicht mal mehr. Wobei, liegt auch im Nebel. Hier darf man jetzt auch den Weg der Mauserkorn haben, nicht mit dem Fahrrad weiterfahren. Also werden wir irgendeinen anderen Weg finden, auf jeden Fall mehr in Richtung bergab. Und ja, immerhin haben wir jetzt 21 Kilometer bergauf hinter uns. Ja, das ist ein bisschen bergabfahren auch ganz okay. Making me hot, and he has the same effect on me. I act a little dumber when I try to get his number up tonight.